Moin Freunde, heute kurz eine Anleitung von mir, wie man am einfachsten mit dem Sysbot arbeitet. Der Sysbot, ein Tauschbot, den man unter anderem auf Discord findet oder auch in manchen Twitch-Streams, hier beispielsweise der Natosort bei mir, der über Discord Befehle von euch annimmt, gekoppelt mit Informationen zu Pokémon, dann eine Switch ansteuert, das Pokémon auf der Switch generiert, quasi mit Pikachu, und euch eine Tauschanfrage schickt und euch dann dieses Pokémon tauscht. Dieser Sysbot kann mit Showdown, also Smogon-Sets, arbeiten, neigt dazu aber gelegentlich Fehler zu machen. Gerade dann, wenn ein Bot auch so eingestellt ist, dass er, wie es die meisten sind, nicht legale Pokémon auch nicht tauscht. Beispiel haben wir gerade hier. Trade Buzzwole. Attachment not legal and cannot be traded. Gerade da bietet es sich an, wirklich selbst mit Pikachu und dem Auto-Legality-Mod, also Plugins für Pikachu, zu arbeiten. Wodurch man vorher schon sieht, was stimmt an dem Pokémon nicht und eine ganz leichte Hilfestellung hat, wie man das korrigiert. Das kann der Bot eigentlich per Befehl auch, der Bot neigt aber eher zu Fehlern dabei. Und man hat weniger Kontrolle und braucht dadurch automatisch länger. Also, am besten einfach beginnen mit dem Auto-Legality-Mod. Dafür gibt es diese gute Seite, ich packe euch den Link in die Videobeschreibung, um die Plugins runterzuladen oder ganz einfacher. ALM, Auto Legality Mod Setup Stable Exe. Ich habe es gerade schon mal runtergeladen und hier parat gelegt. Denn das Beste daran ist, ihr packt diese Datei, diese Setup-Datei, einfach dorthin, wo ihr arbeiten wollt. Und legt euch am besten einfach einen Pikachu-Ordner zum Beispiel. Startet den Bums. Lasst den einmal mal kurz durchrattern. Press Enter to Exit. Zack. Plugins, Pikachu. Alles in dem Ordner quasi, wo die Datei jetzt auch war. Es kann sein, dass Windows da eine Blockade vorliegt und sagt, hey, die Dateien sind nicht sicher, weil das alles handmade ist, also von wirklich kleinen Leuten, die das in ihrer Freizeit basteln. Und Windows sagt, hey, das ist mir ein bisschen unsicher. Ruhig zulassen. Also weitere Informationen nicht auf blockieren oder sowas und dann einfach durchziehen. Trusted. Damit startet sich halt, ist halt jetzt Pikachu auch gleich mit installiert und Pikachu hat den Mod, die Plugins automatisch mit drin. Das erkennt ihr bei Pikachu, wenn ihr startet, automatisch daran, dass das hier oben dann ein blauer Pokéball ist. Es gab zwischenzeitlich auch mal eine Phase mit schwarzen Pokéball, aber halt normal Pikachu hätte hier den roten Pokéball, wie er hier unten auftaucht. Ihr seht da den Unterschied, ich zieh's mal beiseite zusammen. Zack. Mit Mod, ohne Mod. Ja. Jetzt das Einfachste. Ihr könnt auch hier ganz einfach mit Showdown-Sets arbeiten, mit Smogon-Sets arbeiten. Und habt hier oben bei dem gesuchten Pokémon eine Meldung, was mit dem Pokémon zum Beispiel nicht stimmt. Das machen wir uns mal ganz einfach. Du hast ein Set von Magneson in diesem Fall. Also züchtbare Pokémon sind immer das Einfachste, weil die relativ fehlerfrei sind. Man kann sich das auch hier schnell auf Deutsch stellen. Jetzt Default ist halt Englisch. Machen wir es einfach mal schnell auf Deutsch rüber. Zack, du hast dieses Set jetzt kopiert. Ich mach's noch mal kurz. Steuerung C, hau den Bums wieder weg. Steuerung gedrückt halten, auf das Wort Pokémon klicken. Import this set, also dann dein Zwischenspeicher mit dem Showdown-Set. Und fragt dich, willst du wirklich drauf klatschen? Ja, machen wir. Sagt natürlich hier, hey, das kann ich keinem Spielswort, in keinem Pokémon, das irgendwie fangbar ist. Hier kommt jetzt der Auto-Legality-Mod in Kombination, also in Einsatz. Werkzeuge, Auto-Legality-Mod. Das Einfachste ist Legalize Active Pokémon, so das, was du gerade hier in Auswahl hast. Klick. Zack. Fertig. Kleinigkeiten, die man dann persönlich noch verbessern könnte, ist, mit, wenn man den ALM benutzt, kommt immer als OT-Pikachu. Da könnte man jetzt zum Beispiel sagen, hey, ich mache jetzt ein Natosort-Pokémon draus. Das muss man aber per Hand dann einfach nochmal machen. Ne, die Attacken sollten passen. Vielleicht will ich noch einen anderen Ball. Kriegen wir Ball. Zack. Aber ansonsten passt das soweit und ist eigentlich schon das Pokémon, was du haben willst. Automatisch, zack, fehlerfrei. Dann Shift gedrückt halten, klicken, zack, da ist es. Kannst die Datei rausziehen. Kannst zum Bot gehen. In Tauschbefehl reindrücken. Die Datei reinladen, hochladen, gib ihm. Zack. Da taucht er, spricht er mich auch schon gleich an und sagt mir, hey, ich mache mich jetzt bereit, um dir das Pokémon unter dem Code zu schicken. Ganz einfach.
Manche Pokémon sind da vielleicht ein bisschen komplexer, ne? Also ich könnte jetzt das Ding auch nochmal auf Shiny setzen können. Zack. Dem Namen geben können. Ja, also hier kannst du dich dein Pokémon noch individuell bearbeiten mit vielleicht Sachen, die dir das Showdown-Set vielleicht nicht hergibt. Das Morgon-Set. Ein bisschen komplexer kann es zum Beispiel sein bei Event-Pokémon. Gerade hier ein Seraora mit Knockoff. Sprich, das muss ein Event aus einer älteren Generation sein. Das kriegt der Mod nicht immer unbedingt sofort zusammengearbeitet. Ich sag jetzt hier, zack, klatsche ich drüber. Merkt er, okay, da stimmt einiges nicht, aber er scheint es einigermaßen zugeordnet bekommen zu können. Also sagen wir, Auto-Agility-Mod, Legalized. Okay, kriegt er dann doch nicht hin. Das ist ihm dann doch zu komplex. Er hat mehrere Bedingungen, die er nicht erfüllen kann und weiß nicht, wie er das machen soll. In dem Fall hat Pikahex immer sehr schön Werkzeuge, Daten, Wunderkarten-Datenbank. Suchen wir einfach mal Seraora. Dann haben wir hier mehrere Seraoras zur Wahl und ein Shiny Seraora. Klar, Shiny Seraora hier auch. Man sieht in der ersten Zeile unter der Maus WC8 in der Klammer. Heißt, das ist eine Wunderkarte, Wondercard. So ein Event aus der 8. Generation. Kann natürlich keiner Stadt lernen. Aber wir sehen hier WC7. Damit können wir arbeiten, weil es Abstack lernen kann. Event Gift, Location Pokémon Film. Man kann hier so ein bisschen drüber hovern und gucken, ob da vielleicht eins dabei ist, also es einem gefällt. Zeit für Seraora. Das hier wäre sogar ein deutsches Exemplar. Steuerung gedrückt halten, anklicken. Hat das jetzt erstmal hier drüber gelegt. Steuerung, Klick, Import, Set, drauf, zack, fertig. Ziehen wir das raus. Nehmen wir den Bot. Da schreibt er mich gerade an und sagt, hey, ich habe zu lange gebraucht, um in den Tausch reinzugehen, weil ich halt da nicht rangegangen bin. Ich breche das jetzt ab. Aber ich kann gleich das nächste reinpacken. Legt da wieder los. Vorausgesetzt, da ist jetzt gerade niemand anders in der Warteschleife. Hätte ich jetzt mich hier einfach zwischengeworfen, könnte es sein, dass er mir sagt, ich muss warten. Weil an meinem Bot nur eine Switch gehängt ist. Es gibt auch Bots, da sind dann vielleicht 8 Switches dran gehängt. Manche auch mit Priorisierung nach dem Motto, hey, du bist ein normaler User. Gehst auf die eine Warteliste da mit nur 2 Switches dran. Und dann gibt es hier noch User, die bezahlen für den Dienst. Die kommen an die anderen 6 Switches und haben damit deutlich höhere Prioritäten und sind schneller dran. Aber hier ist halt die Frequentierung so gering, dass das wurscht ist. In diesem Beispiel. Und im Grunde genommen war es das schon. Also, es gibt nicht nur die Wunderkarten-Datenbank, sondern es gibt auch die Encounter-Database. Das heißt, hier in dieser Liste spuckt er dir eigentlich für jedes Pokémon alle möglichen Encounter-Formen aus, wenn du dir das Pokémon raussuchst. Ich sag mal, was haben wir für ein komplexeres Pokémon, was Encounter-Formen angeht? Ammonitas. Ammonitas gibt es ja in Generation 8. Search. Er sagt, gibt er jetzt ja aus einem Ei. Spielversion Kristall. Gold, Silber, Kristall, Schwarz-Weiß. Alles Mögliche. Aus Fossilien und. Also hier kann man sich quasi wirklich raussuchen. Alle möglichen Ursprungsformen für Dingens, für das Ammonitas. Hier aus Pokémon Go. Zack. Nehmen wir doch mal. Das war ein Shadow-Ammonitas? Was? Wild Encounter Shadow. Also so ein Team Rocket-Ammonitas, wenn ich es richtig im Kopf habe. Kann mir das draufklatschen. Jetzt sagt er schon, irgendwas stimmt hier nicht. Ja gut, das ergibt sich dann, das ist ein kleiner Fehler, ne? Auto-Legality-Mod. Zack. Gib ihm. Und könnt ihr jetzt nochmal ein Set draufklatschen. Gut, in diesem Fall ist es ein Seraora-Set, da wird er immer noch rumjammern. Sagt mir, hey, klappt auch nicht. Was man auch machen kann für Smogon-Spieler, die interessiert sind. Ich habe jetzt hier einfach nur die wirklich die aktuellen, gängigen Smogon-Sets haben wollen, die auf der Seite aufgeführt sind. Pokémon, zack. Auto-Legality Mod. Generate Smogon Sets. Bam. Da geht er auf die Smogon Seite und zieht im Grunde aus dem aktuellen Block, also aus dem Schwertschild Blockmeter, alle hinterlegten Sets einfach raus und klatscht sie dir hier hin. Kannst du das entsprechend raussuchen, was du haben willst. Zack. Und ab an den Bot. Fertig. So kann man sich beim Bot eben relativ viele, ich sag mal, Problematiken ersparen, anstelle einfach nur hinzugehen zum Bot und zu sagen, hey, tausch mir dieses Seraora-Set. Oder ihr habt gesehen, der Bot hat es ja im Pikahex schon, das Programm hat es im Pikahex schon nicht geschafft.
dann wird es der Bot wahrscheinlich hier auch nicht schaffen. Legalize. Auch eine Funktion, die er hat. Has too many parameters. Also er kann es nicht zuordnen, wie wir es ja schon kennen. Wie ich es eben schon gezeigt habe. Gucken wir uns den hier an. Und mit Alt und Klick kann man sich das in den Zwischenspeicher packen. Also nicht Trade, sondern Legalize. Den. Too many parameters will er auch nicht haben. Interessant. Das ist jetzt gerade ein spontanes Showcasing, das ich so nicht erwartet habe. Aber ja, ne, man merkt, es kann zu Problemen führen. Deswegen bietet sich das einfach an, hier mitzuarbeiten, weil man dann auf Anhieb wirklich hier sieht, hey, das geht in Ordnung. Und dann nehme ich die Datei, gib's dem Bot und der Bot hat absolut nichts zu jammern und schickt sie einfach sofort rüber. Anstelle, dass du struggles. Ja, so viel dazu. Ich hoffe, euch hat's geholfen. Viel Spaß damit.